Willkommen zu Zelda Scrolls 3 Morrowind. Ja, der gute Rels, der hat ja schon Ärger, für einigen Ärger gesorgt, bevor ich überhaupt auf ihn selber gestoßen bin. Seine Leute sind zum Teil nicht ganz ohne. Da kommt schon der nächste angedackelt. Oh. Dass man gut geht. Zwei vor der Brust. Und Nummer eins ist schon nicht ohne. Ja, ihr Invar. Steht immer schon weiter im Türrahmen. So, ja, lange rumwampeln kann ich nicht. Achso, auch das noch. Oh Gott. Na, der ist aber hartnäckig, der Typ. Da ist Schwerstarbeit angesagt. Da muss die Maus leiden. So, erstmal wieder eine Runde heilen. Okay. Gürtel. Oh, das sieht ganz gut aus. Sehr gut. Okay. Erstmal speichern. So. Mann. Zauberer, der war ja da wieder. Oder Magier, je nachdem. Der war ja nicht von schlechten Eltern. Ja, kein Wunder. Ihre Bewaffnung ist auch nicht gerade übel. Mit seiner Dornkrone, Krone, mit seiner Dornkeule, da macht er so einen Ärger. Na ja gut, hauptsächlich wahrscheinlich mit seinem. Sag mal schnell. Seine Zauberfähigkeiten. Jo. Okay, was kriege ich denn jetzt davon alles mit? Die würde ich mal ganz gerne einsacken. Das gibt auch noch. Dies dürfte schwierig werden. Aber das geht. Okay, das ist nicht so. Ne, das geht auch nicht mehr. Gut. Ab in die Kiste damit. Gedöne, weil ich loswerden könnte. Leitungstechnisch nicht. Waffentechnisch, ja, okay. Dann. Das klappt. Okay, dann kann ich die Leiche auch beseitigen.
Sehr gut. So, dann zu dir, mein Freund. Zentin-Gedingse. Dann war da auch noch so ein Teil, das kann auch weg. Gut, hervorragend. Damit wäre ein weiterer Abschnitt der Höhle befreit, so wie das aussieht. Okay. Mondzucker. Nicht so interessant. Und dann brauche ich natürlich mal wieder eine Sonde. Und ein Schloss auch noch. Naja, gut. Sehr schön. Dann haben wir das schon mal. 35. Das könnte Probleme geben. Dietrich des Lehrlings. Dietrich des Gesellen. Da habe ich nicht mehr so viele von, ne? Sehr schön. Oh, ja. Fall. Markt. Flammenbrust. Rüstungswert 3. Und 300. Wert 80. Wir machen benutzen Feuerschild. 3 Punkte für 5 Sekunden auf sich selbst. Boah. Gewicht 6. Leicht. Ich nehme mal die Perlen mit. Ja. Mit. So. Was ist los? Hallo? Rolle der Lebenskraft nehmen? Rein damit. Ein klein wenig verklickt. So, den Rest lasse ich erstmal noch da drin. Mal speichern. So, und dann her mit den Waffen. Bisschen hin und her gerissen, welches besser ist. Mit Schwert und Schild oder nur mit Schwert. Gucken wir mal. Es gibt kein Entkommen. Das kann wohl sein. Oha. Der gute Knabe kann auch wieder einiges einstecken. Schreiben wir das Ganze mal. Jeden Treffer, den ich lande, kann er weniger austeilen. So, mein Freund. Und Kupferstecher. Uiuiui. Ach, das war der Relstenim höchstpersönlich. Moment, erstmal den hier. Das geht immer vor. Oha, naja, immerhin. Fast auf Maximum.
Jedes Mal übersehe ich das Schild. Okay. Ja, das war der gute Relz. Damit hätten wir ihn. Oho, oho, Stahlbreitschwert der Hiebe. 4 bis 14, 2 bis 14, 2 bis 14. Gewicht 12. Was ginge noch? Festigen Langwaffe, 7 Punkte. Achso, alles klar. Wert 75. Was mal hier? Eisenflammenschlechter. Das, sowas ähnliches habe ich doch schon, ne? Gewicht 27. Wert 100. Okay. Ja, Rüstung ist ganz normale Rüstung. Okay, ich lasse ihn da erstmal noch ein bisschen liegen. Was haben wir denn hier Schönes? Ein verfeinerter Federtrank. Den nehme ich mit. Nochmal ein Auftriebstrank. Levitation 15 Punkte. Gerne. Exklusive. Oh, immer her damit. Seite aus Relz Tenims Tagebuch. Wir haben uns auf einen Handel mit dem Bösen eingelassen. Obwohl ich über unser derzeitiges Abkommen besorgt bin und einige Unruhe verspüre, so denke ich doch, dass uns dieses Labyrinth eine gewisse Zeit lang gute Dienste leisten wird. Die, die darauf hoffen, mich zu zerstören, müssen bei klarem Verstand sein, da sie, falls sie sich durch diese Höhlen vorkämpfen, ein Schicksal schlimmer als der Tod erwartet. Aha. Okay. Als wir diese Höhlen entdeckten und unsere Forschungen begannen, waren wir sicher, eine Zuflucht vor unseren Feinden gefunden zu haben. Als wir dann in die inneren Stollen vordrangen, ahnten wir nicht im geringsten, was wir dort finden würden. In der letzten Kammer stießen wir auf das verfallene Portal zu einem gewaltigen Grab. Zuerst hofften wir, auf Reichtümer zu stoßen. Doch wir merkten schnell, dass wir uns stattdessen inmitten eines Nestes tödlicher Kreaturen befanden. Mit Hilfe unseres Verstandes und unserer Waffenfertigkeit brachten wir es fertig, uns aus dieser dunklen Höhle zurückzuziehen. Eine Zeit lang verschlossen wir den Eingang, doch die Bedrohung begann uns zu zermürben. Es war Giden, der sich den Plan ausdachte, den wir diesen Wesen der Dunkelheit vorlegten. Im Gegenzug für das Recht, in diesen Höhlen zu verweilen, beschafften wir diesen Kreaturen Nahrung. Dafür mussten wir einen Köder erfinden, einen Pfad, dem die Kopfgeldjäger und die lästige Meute folgen könne. Alle Unvorsichtigen werden sich in den Klauen eines schwarzen Schicksals wiederfinden. Mulvulia ist nicht sehr glücklich über unseren jetzigen Zustand und ich stimme ihm so langsam zu. Dies wird kein gutes Ende nehmen, doch wir müssen unseren Kurs so lange beibehalten, bis wir eine neue Zuflucht finden. Interessant. Sollte sich da in dieser, ja, Ahnengruft etwas befinden, was sehr tödlich ist. Verfeinerter Sprung, Krafttrank. Standardtrank des Levitation nehme ich gerne mit. Billiger Trank, auch nochmal Levitation, Sprungkraft, ja. Was haben wir hier? Ey, Langwaffen hat sich auf 100 Punkte verbessert. Sehr cool. Nun denn. Und rasten muss ich auch. Ah, sehr schön. Okay, so viel dazu.
Büchlein. Locken auf 22 verbessert. Auch schön. Gut, da haben wir was mit Schlössern. Da war, glaube ich, wieder eine Falle. Ne? Genau, Falle und Schloss. Urne. Oh. Mit dem üblichen Krimskrams. Oh, hier haben wir noch eine Holztruhe mit. Was ist das? Schreckliche Splitterklinge. Oh. Geht so Wert 17. Ist nicht sehr schwer. Man könnte sie theoretisch mitnehmen. Lass sie erstmal drin. So, nein. Ich brauche erst einmal meine Sonde. Und des Lehrlings. So. Um dieser Falle da. So, diese Falle zu entschärfen. Hier waren nur Dietriche nötig. Ich hoffe mal, an Dietrich des Lehrlings reichen wird. Ups. Ist nicht so spannend. Jo, gern gesehen. Immer her damit. Auch mit. Mauer des Herzens. Rüstungswert 5. Ach, Magieresistenz. Okay. Wert 100. Gewicht 24. Okay. Ebenerz Kurzschwert. Oha. Interessante Waffe. Weitere Perlen. Diamanten, Smaragd und Rubin nehmen wir mit. Sehr, sehr schön. Waffen, 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 Waffen. Zehnt. Boah. Das wird mehr, das nicht. Also, gut. Ja, jetzt die Frage. Da passt noch ein bisschen was rein. Kleidung, Schienen und so weiter. Ich pack das erstmal hier rein. Lager das quasi zwischen. Um Gewicht einzusparen. Und dann kümmern wir uns mal um den Knaben hier. So, erstmal die beiden Waffen. Das geht. Das geht auch. Dann weg mit ihm.
So, sehr gut. 20, 44, 14, 14, 280. Moment, 280. Oha, oha, oha. Dann waren es diese Teile. Oha, irgendwas dabei. Ah ja, genau, die Waffen von ihm. Bis 14 und das war Stahlfeuerschwert. Habe ich nicht sowas ähnliches schon? Eisendingskirchen, Eisenflammenschlechter, 24, 21, 14. Nö. 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 Dann würde ich mal sagen, packen wir die so lange dazu. Das Kurzschwert, das nehme ich mit. Okay, dann heißt das jetzt erstmal hier mal noch ausruhen. Machen wir hier die Tür zu. Auch wenn sowas nichts bringt, aber egal. Mal speichern. Und dann rasten wir. So, eine neue Stufe wurde erreicht. Neue Stufe 15. Aha. Okay, also Stärke auf jeden Fall. Konstitution sollte ich auch mal wieder was investieren. Und Schnelligkeit. Komm, gehen wir noch auf Schnelligkeit. Willenskraft wäre auch nicht unwichtig. Das kann man nicht wieder rückgängig machen, ne? Doch geht. Dann gehe ich auf Willenskraft. Das war klar, dass ihr auch mal wieder auftauchen würdet, meine Freunde. Sag ich ja, Tür zumachen bringt nicht viel. Zum Glück sind das relativ handsame Gegner. So, die Assassinen. Okay, ich gehe ganz kurz durch. Heilung. Das ist alles leicht, ne? Und ich habe noch nicht mal die ganze Geschichte komplett ausgereizt, so vom Gewicht her. Gut, Wert 17. Wert 105. Wert 75, dann will ich schon mal sagen. 63, immerhin. Ich nehme die einfach mal mit. Doch nicht. Verdammt. Ah, vorsichtig. Wir wollen es nicht übertreiben. Okay, dann muss ich sagen, kommen wir doch später drauf zurück. Gut. Eine Sache noch. Sehr schön. Alles andere kann erstmal und muss erstmal so bleiben. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Rückweg. Damit fangen wir dann aber in der nächsten Folge erst an. Bis dahin, alles Gute und gehabt euch wohl.